Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Fishing Clash. Ja, ich werde es mal starten. Ich habe gestern noch sehr lange weitergespielt mit Fishing Clash, weil eigentlich ist das sehr unspektakulär, das Spiel, weil es ist immer das Gleiche. Ab und zu kommt mal ein Boss. Aber ich habe mir gedacht, wenn heute bestimmt das Video kommt, also wenn heute wieder das Spiel kommt, wo ich ein Video zu mache, dann ist das ein bisschen doof. Weil man kann ja hier den Leuten nichts zeigen. Also ich ziehe jetzt, hab gerade unten hier die Dingens gehabt, ziehe jetzt in meine Karten. Oh, ich kann einen Köder upgraden. So, der ist jetzt auf Stufe 3. Da habe ich noch ein Paket gekriegt. Kann ich das auch noch öffnen? Oh, und noch ein Upgrade. Sogar 3 Stück. Nice. Ja, und ich darf endlich in der neuen Region. Das hatte ich gestern vorgehabt. Das habe ich nicht geschafft. Aber jetzt ist es ja soweit. Weiter stand mit Level 10, kommst du in der neuen Region und ich war Level 9 und mir fehlte nur noch ein paar EPs und da hatte ich doch irgendwann mal keine Lust mehr gehabt. Aber später. Oh, jetzt bin ich sogar, oh, Level 14, wie ich denn das gemacht? Na dann, ist doch schön. Ach ja. Ich bin nur noch auf den 7. Platz. Mir fehlt noch dieser Goldmakrele. Hier bin ich. Auf den 7. Platz von der ganzen Welt. Aber da bin ich bestimmt auch nicht mehr lang. Ich glaube, jetzt würde ich auch noch was kriegen. Wo war Prämien da? Da, der 7. Platz kriegt noch was. Das ist der letzte Platz, danach nichts mehr. Ja, dann holen wir mal da einen Erfolg. Schauen wir mal, was hier für Fische sind. Oh, ich kann nur den einen angeln. Na gut. Nee, machen wir es anders. Ich angel alles, was in den See ist. Wenn dann mal 41 Mal steht, ist das die höchste Punktzahl. Achso, warte mal. Ich kann ja hier mal kurz zeigen. Die Küste, das ist das, was ich hatte. Da fehlt mir den legendären, der fehlt mir.
Die heißt Mystische und die Rahn fehlen mir, die drei Stück. Die anderen kleiner drunter habe ich alle. Sind von 466. Ist auch von allen, ja. Jo. Kann ich da auch wieder reinfahren? Ausstattung? Oh ja. So komme ich wieder zurück. Okay. Level auf maximal. So viel habe ich geangelt gestern, dass ich auf Level maximal bin. Ach, warte mal, ich mach mal hier. Weil der Sound hier ist wirklich sehr leise bei den Spielen. Ich wollte eigentlich heute noch die andere Angel haben. Ah, warte mal, ich hab doch. Das passt genau. Dann habe ich keine Perlen mehr. Schön, Florida. Warum nur Angel 1? Mist. Mist. Als nächstes sollst du das hier machen. 3 Stunden. Ach nee, komm, machen wir das hier wieder. Ich werde hier in der Region noch kein Duell machen, weil ich habe nur den einen Fisch, den ich angeln kann. Einser, dann kann ich verbessern. Naja, 3 habe ich jetzt ja schon. Also in der Region werde ich noch kein Duell machen. Wie gesagt, ich habe zu wenig Fische oder zu wenig Köder. Bislang kann ich nur den hier fangen. Ich müsste jetzt, ich denke mal, mehrere Stunden hier angeln, bis ich. Bis ich einen neuen Köder bekomme. Also wieder 41, die höchste Punktzahl. Also kriege ich nicht viele Punkte. Ich muss probieren, den Balken in der Mitte zu behalten, mit so wenig Mausklicks wie es geht. Zipsen. Also muss schon in der Mitte bleiben von den Raben hier, aber Fisch, jawohl. Letztes Mal, dann gehe ich wieder in einer anderen Region. Ich gehe jetzt mal in einer anderen Region wieder. Ausstatten. Ich möchte alles fangen, was hier ist.
Weil ich brauche für die Meisterschaft hier oben diese Goldmakrele noch. Habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ich werde jetzt noch ein Duell machen. Ich muss einen nehmen, den er noch nicht hat. Ach. Ich selber habe auch keinen von denen hier. Das heißt, ich kann nur angeln. Warum bin ich denn hier? Ich war doch gerade in einem anderen Gebiet. Oh. Scheiße. Ich habe einen gefangen, der nicht dazugehört. Ich bin extra in ein Gebiet reingereist, damit ich da fangen kann. Aber nein. Ich kann natürlich nur die Fische fangen, wenn ich auch die Köder habe. Da ich keinen Köder von den beiden habe, kann ich auch keinen fangen von den beiden. Also nur zufällig kann ich die fangen jetzt. Oh, das war lustig. Ich muss doch einen von den beiden ziehen. Letzter Versuch. Das ist aber doof. Voran, jawohl. Das ist aber doof, weil ich wollte doch da fangen. Warum werde ich automatisch ins andere Gebiet geschickt? Fünf Perlen, nee, machen wir nicht. Ach so, da. Ich wollte in Florida angeln. Zwar gefällt mir der andere Gegend besser, aber hier. Achso, gibt es den anderen Fisch eigentlich in anderen Gebieten auch, den ich brauche?
gleich nochmal gucken. Der Fisch hieß Rotmakrelen. Ach, Goldmakrele. Goldmakrele. Schauen wir mal, der ist hier ganz hinten bei mir. In diesem Gebiet gibt es den Fisch, den ich brauche. Und jetzt gehen wir mal da rein. Hier gibt es die nicht die Goldmakrele. Schade. Na, aber hier gibt es noch die Bosse. Beim anderen habe ich schon alle Bosse rausgeangelt. Vielleicht gibt es ja immer noch da die Bosse. Auf jeden Fall habe ich die da schon geangelt. Grafikmäßig sieht das gut aus, das Spiel. Oh, eine Angel 2. Jawohl. Neu ausrüsten. Ausrüsten. Das wollte ich doch die ganze Zeit haben. Jawohl, Lizenz. Ah, ziehen auch noch. Ziehen. Tadam. Amerikanischer Zander bestätigen. So, meine erste Aufgabe ist es, in dem Gebiet einen amerikanischen Zander zu fangen. Ich habe keine Köder für den amerikanischen Zander, deswegen. Schauen, was rauskommt. Ich kenne mich auch nicht so mit den Fischarten aus. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich da jetzt immer rausziehe. Aal. Das weiß ich. Amerikanischer Aal. Das war ein Zander. Ach, da ist ein Barsch. Ich habe nur den Köder. Wenn ich die ganze Zeit auf den angeln würde, würde ein Boss kommen. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht den Unterschied zwischen der Level 1 Angel und der Level 2 Angel. Hier gibt es nur Barsch.
Und das ist halt nach einer Zeit auch immer ziemlich langweilig. Ein Wels. Komm jetzt raus, du Fisch, du. Na, schon wieder Barsch. Warte mal, wir gehen mal auf den da. Ich würde das zwar dann den einen nicht ziehen, aber vielleicht kriege ich ja den Boss. Nee, kein Bus. Ein Geschenk? Nein, habe ich nicht. Oh, ich bin auf Platz 174. 174, was kriege ich? Gestern war ich noch auf Platz 51 hier. Haben so viele Leute gespielt. Ach je. Also spielen, wie gesagt, ist ein bisschen langweilig. Leute, die Fische mögen, für die ist das wahrscheinlich sehr interessant, das Spiel. Und die sich halt mit Fischen auskennen. Aber so jetzt, okay, und das geht immer schnell, man muss nicht lange warten. Du schmeißt die Angel rein und hast sofort einen Fisch. Naja, sofort nicht. Ich glaube, das Längste, was ich gewartet hatte, war 1 Minute. Also das Gebiet hier finde ich ein bisschen schöner wie das andere Gebiet in Florida. Aber wie gesagt, in einer Zeit wird das Spiel ein bisschen langweilig. Steinbarsch, ich will keinen Barsch. Mano. Brillant. Ach, das war der amerikanische Sander. Neuer Fisch. Jawohl. Jetzt.
Gehen wir mal nicht da rein, das war hier. Ausrüstung, nein, auch nicht. Lizenz war das. Wo war Lizenz? 53 hier, 128 da. Meisterschaft. Platz 7. Ach, da war die Lizenz. Genau. Hey, okay, dann nicht den Ding jetzt. Naja, egal. Ich gehe wieder zurück nach Florida, weil ich brauche noch den einen Fisch. Und Boss habe ich hier schon geangelt. Also hier passiert eigentlich gar nichts mehr. Ein weißer Hai, ein glatt, ne, dunkelglatt, doch. Weißer Hai ziehe ich natürlich nicht raus. Na gut, okay, ich denke mal, das war's für heute. Ich hole mir noch hier meine Sachen ab. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fische fehlen mir noch. Und hier fehlen mir noch eins, zwei. Dann habe ich noch da eine Errungenschaft. Ich habe 10 Booster geöffnet. Wow. Ich brauche noch ein Duell zu gewinnen. Aber wenn ich jetzt raufgehe, dann bin ich wieder in einem anderen Gebiet. Wieder in einem Gebiet. Den habe ich noch nicht gehabt. Steinbarsch. Ah, nur bei den hier. Ich habe keinen von den dreien. Über Level 0. Dann fangen wir mal an. Oh, ich habe einen gefangen. Oh, das war perfekt. Ich habe beide gefangen. Das muss ich doch jetzt gewinnen. Er hat noch. Er angelt ja auch gar nicht. Ich werde gewinnen, ich werde gewinnen. Und das in einem Gebiet, wo ich nur einen Köder habe. Also, sowas freut mich ja auch. Erstes Duell verkackt. Zweite Duell jetzt schön am Gewinn. Nebenbei kann ich noch ein bisschen angeln. Brauche ich gar nicht mehr. Perfekt. Annehmen.
Und öffne ich irgendwann mal. Gut. Dann gehe ich jetzt. Ja, ich kann immer nur 4 Duelle gewinnen. Oder ich kann mehr Duelle spielen. Aber ich kriege nur von den ersten 4 Duellen die Prämie. Wenn ich jetzt so weiterspielen würde, würde ich keine Prämie mehr bekommen. Ich kann noch weiter Duelle machen. Aber es ist sinnlos. Wenn ich jetzt gewinnen würde, hätte ich keine Prämie. Ach, das ist schön. Ich bin in Florida. Dann nehme ich. Am besten ist immer, man nimmt den seltenen. Wenn man. Ach, er hat auch einen seltenen. Aber ich habe beide Köder. Also umso seltener der Köder ist, den du hast für den Fisch, umso mehr Chancen hast du zu gewinnen, weil es kann sein, dass der andere den Köder nicht hat und dadurch dein Fisch dann nicht angeln kann. Aber er hat auch den Köder. Der Snock ist aber gut bei ihm. Auch einen besseren Snock. Bislang nicht eher ein Gewinn. Probiere ich den Snock mal probieren zu fangen mit vielen kleinen Klicks. Oh, mittlerer. Oh, der war gut. Ich hatte einen besseren vorher schon gehabt. Ich habe gewonnen. Mit dem letzten Fisch habe ich doch noch gewonnen. Ja, jetzt hätte ich nun mal die Belohnung gekriegt hier. Ich kann sie nicht einsetzen, also daher weg. Gut. Nein, kein Duell mehr. Abbrechen. Weil ich wollte mich gerade Schluss machen. Ja, das war wieder das Spiel. Fishing Clash. Ein sehr schönes Spiel, sage ich jetzt mal. Aber der Wiederspielreiz ist nicht da bei Leuten, die sich dafür nicht so interessieren. Einzigste ist halt, du probierst immer um, den in der Mitte zu halten. Wenn du bei 41 mal 41 angekommen bist, ist es vorbei. Also ist das Höchste. Mit einer, ich sage jetzt mal, Level 1er Angel. Mit der Level 2 habe ich das gar nicht ausprobiert. Ja. Man kann sich das herunterladen. So, fürs Zwischendurch mal zum Angeln. Boah, Angeln nicht, ist ja eher Zeitvertreib. Okay, das Spiel ist Angeln, aber. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.